Freunde, heute sind wir in einer verlassenen Siedlung in Belgien und wir haben jetzt tatsächlich ein Haus gefunden, das zugänglich ist. Da sind wir jetzt drin. Ich weiß gar nicht, warum die alle so leer stehen. Das sieht jetzt außen noch so neu aus. Verschimmelt, aber ist klar. Das Haus, was hier steht. Wohnung. Warum steht das denn leer? Da kann man doch was draus machen. Boah, wir haben sie da reingetreten. Das sind doch schöne Wohnungen, oder nicht? Wahnsinn. Das verstehe ich jetzt nicht, warum die Wohnungen leer stehen. Also das muss jetzt nicht meinetwegen sein. Nicht zu fassen. Da hinten sind kleine Wohnungen, aber ich meine, das gibt doch Schlimmeres. Was ist denn hier drin, dass man hier nicht wohnen kann? Das ist ein Rätsel. Hast du aber eine kleine Körbchengröße? Hast du aber eine kleine Körbchengröße? Hast du rechts das Kinderzimmer so gesehen, die Tapeten? Ja. Kann man, ne? Aber warum das hier so schimmelt, ne? Ja, Feuchtigkeit, ne? Mhm. Aber die Fenster stehen ja, die Fenster stehen nicht überall auf, ne? So, das ist eine Garage, ist hier. Ja. Kommst du direkt in eine Garage rein? Das verstehe ich, wer will. Warum das Ding hier leer steht. Keine Ahnung. Ist doch nur alles da. Ja, fast. Die haben die Leitung geklappt.
Woche. Kilowattstunden hat er mal gezählt. Nicht viel. Aber vielleicht ist er ja oben für den Keller. Das war's hier aus Neukeilenberg in Belgien.